einzieht, die tiefe Liebe von Melik Metatron und die Worte des himmlischen Grußes von Omar Tassat umhüllen dich wie eine sanfte Umarmung. Ich bin das Auge Gottes. Ich sehe dein Licht. Ich sehe deine Seele. Und ich sehe die Strahlkraft deiner Liebe, die du trägst. Fühle mich. Fühle Melik Metatron, die männliche Kraft und Stärke. Spüre die Macht, welche auch in dir liegt. Spüre deine männliche Seite. Ich bin die bedingungslose Liebe. Ich bin die Projektion Gottes und überbringe dir mit jedem Wort aus der Quelle die Wellen unendlicher bedingungsloser Liebe. Denn du, geliebter Mensch, du bist es wert, geliebt zu werden. Du bist einzigartig und dein Seelenkleid ist wunderschön. So lasse ab von allem, was dich schwach macht, von den Gedanken, welche dich klein machen möchten, denn diese sind eine Illusion. Orientiere dich an meiner Kraft und Stärke und wisse, dass du stets geliebt bist. Und so fließt Energie in deine männliche Seite ein, baut dich auf und befreit dich gleichzeitig von Verletzungen aus der männlichen Seite. Es ist wie ein Bad, was dich reinwäscht. So lasse geschehen, was geschieht. Denn alles geschieht in höchster Achtsamkeit und tiefster Liebe zu dir. Du sollst auch wissen, dass ich darüber wache, dass die Strukturen der männlichen Kraft und Stärke erhalten bleiben, dass sie im Einklang mit Hingabe und Kreativität, der Intuition der weiblichen Kraft in Glückseligkeit und Harmonie zusammenwirken. Ich beobachte dein Lichtkleid und sobald ich sehe, dass beide Energien in dir ausgeglichen sind, lade ich dich ein,
zu einem Bad in Gottes Händen. Es ist ein Bad, welches deine Seele zum Strahlen bringt. Es weckt Erinnerungen in dir von deinem wirklichen Ich, von deiner reinen Göttlichkeit. Und so darfst du nun zu mir kommen. Ich reiche dir meine Hände voller Liebe. Und ich lade dich ein, jetzt dich in meine Hände hinzugeben. Genieße die Energien der höchsten Göttlichkeit, der tiefsten bedingungslosen Liebe aus der Quelle. So fließt nun diese Energie zu dir. Viele Engel haben sich eingefunden und sie singen deinen Namen. Sie singen die Töne von Ani, O Hebet, O Trach, streicheln deine Seele und du spürst, wer du in Wirklichkeit bist. Spüre deine Seele und spüre die tiefe Liebe deiner Seele, denn jetzt fließt die Liebe deiner Seele zu dir, vervollständigt das Bild, welches du in dir trägst, das Bild deiner Göttlichkeit. Und so vereinen sich dein innerer Mann und deine innere Frau, bringen Ausgeglichenheit und tiefe Liebe in dein Ich. Göttlichkeit fließt in dir. Und so möchte ich dir jetzt noch ein Geschenk überreichen. Du erhältst einen Tropfen, einen Segnungstropfen aus der göttlichen Quelle. Dieser Segnungstropfen durchfließt all deine Aspekte und dringt in deine Seele ein, soweit du dich öffnest und dich hingibst. So empfange nun dieses Geschenk der höchsten Göttlichkeit. Die Energie fließt jetzt.
zu worden, die Energien übertragen. Gebe dir genügend Zeit, denn die Energien leben. Sie brauchen Platz und Freiraum, damit sie für dich wirken können, damit sie dich ausgleichen und dich immer mehr spüren lassen, wer du bist und wie nah du mir bist, wie nah du deiner Göttlichkeit bist. Und so darfst du in deinem Tempo langsam in deine Dimension zurückkehren. Viele Geschenke hast du erhalten von Shakti und von Melek Metatron. So singen die Engel noch einmal für dich deinen Namen. Und diese Liebe legt sich um dich heute noch die ganze Nacht. Und ich spreche die Worte zum Abschied in tiefster Liebe zu dir mit An Anashah.